Es gibt Neuigkeiten zu Ulrika Magdova. CA hat den legendären Helden heute noch einmal von offizieller Seite bestätigt. Sie war schon in jungen Jahren eine geschickte Reiterin und Schwertkämpferin und wurde von Lord Adolphus Krieger gegen ihren Willen in ein Vampir verwandelt. Ulrika ist geschickt im Nahkampf, tödlich im Fernkampf und eine fähige Zauberin. Sie ist das Beste aus beiden Welten und hat Eigenschaften der Vampirfürsten und Kislev. Ulrika ist eine sehr unterstützende Heldin, die zur Verbesserung der Verteidigung, zu magisch verstärkten Waffen oder mit ihren transformativen Heilkräften perfekt zum Schutz der eigenen Kräfte eingesetzt werden kann. Sie wird für das Imperium und für Kislev rekrutierbar sein. Wir werden Ulrika allerdings erst über Total War Access freischalten müssen, um sie am 13. April als Free AC zu erhalten und endlich ihr wahres Potenzial auf dem Schlachtfeld zu entdecken. Doch eins ist jetzt schon klar, sie wird... beißen.